Hallo und herzlich willkommen zu Folge 270 von Legend of Azun. Wir sind momentan im oberen Viertel. Ich habe den Dialog mit Gregarius mal durchgeführt, sprich, dass wir die Hütte loswerden. Immerhin Ich habe auch haben die wir die ganzen goldenen Augen Schriftstücke jetzt wieder erreicht, dabei. das So ist viele die waren es erste ja Stufe. leider gar nicht. Und wir schauen jetzt mal, dass wir hier irgendwie hochkommen. Dürfen wir das denn überhaupt? Denn hier oben war eine Truhe. Meine Meinung kennst Und du die war ja. abgeschlossen. Oder war sie überhaupt abgeschlossen? Nee, war sie nicht. Verdammt. Könnt ihr mir auch mal schreiben. Also ich habe jetzt einen Lagerschlüssel vom Dandarius. Den habe ich klauen können, aber ich weiß nicht, wo der. Also, ne, das zugehörige Schloss Das ist doch nichts Neues. ist mir nicht ganz klar, wo das ist. Ist es vielleicht hier irgendwo hinten dran? Dass er vielleicht da irgendwo noch eine Truhe hat? Nö. Auf jeden Fall haben wir Dandarius einen Schlüssel geklaut. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wo die dazugehörige Warum Truhe. erfahre ich Wo das die sich erst jetzt? befindet. Wir gehen jetzt zurück ins Banditenlager. Ich müsste soweit alles erledigt haben. Ich habe die Hütte verkauft. Oder sie zumindest abgegeben, keine Ahnung. Ich gehe vielleicht nochmal ganz kurz runter zu Cortez. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine Folge-Quest oder einen Dialog. Ansonsten, wir haben Karelle jetzt endlich der Freiheit übergeben. Sprich, wir haben sie an Argos. Ja, also verkauft nicht, aber wir haben sie in die Stadt geführt. Argos Bescheid gegeben und jetzt bleibt sie höchstwahrscheinlich in der Stadt. Wenn man sie einfach so frei lassen würde, ginge sie ins freie Lager. Und wenn man sie an Mechandro verkauft, ja, dann wird sie wahrscheinlich im Badehaus sein. Aber wir haben in der letzten Folge ein bisschen rumprobiert, an den Fremden zu übergeben. Da endet man selbst nur im Kerker. Das ist nicht so empfehlenswert. Und die Quest scheitert. Man bekommt zwar eine Folgequest, die erhält man aber allerdings auch, wenn man sie Argos überlässt, beziehungsweise der Freiheit übergibt. Und dann bekommt man dieselbe Folgequest, sprich, dass man das Wir Banditenlager waren an die wieder Rekruten dran, war verpfeifen ich nicht. soll, sobald man dort alles erledigt hat. Ich hoffe, das wird jetzt irgendwie, Ich kann das ja nicht gerät nicht in ewig so Konflikt mit weitergehen. irgendeiner anderen Quest. Ich schätze mal nicht. Ansonsten, ja, scheitert die Quest vielleicht, aber das werde ich dann in Kauf nehmen müssen. Also das ist jetzt kein Problem. Anders ging es nicht. Also theoretisch schon. Wir hätten Karelle auch verkaufen können an Mechandro. Da hätten wir die Folgequest jetzt nicht erhalten, die vielleicht scheitern würde. Aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es scheitern wird. Wir gehen mal davon aus, dass man das einfach zusätzlich dann erledigen kann, wenn man im Banditenlager sowieso mit allem fertig ist. Insofern sehen wir das Ganze jetzt Wiedersehen, einfach mal als Gewinn. hier ganz vergessen. Und jetzt schauen wir mal, ob der Cortez dazu noch irgendwas zu sagen hat. Ansonsten düsen wir direkt wieder zurück ins Diese Banditenlager. Truhe will ich bestimmt Einen nicht. Raubüberfall müssen wir demnächst noch machen mit Rodrigo und seinen Leuten. Mal gespannt, was es damit auf sich hat. Und wir können mit Cortez darüber nicht mehr reden. Schade. Ich will mal ganz kurz noch ein paar Lernpunkte in Einhandkampf versemmeln. Ich habe übrigens noch ein bisschen was erfahren. Das kann ich euch auch noch gleich mitteilen. Bring mir was. Hätten wir das Schmieden gelernt Bring mir was. in der Stadt. Du verlangst mir. Ach, er kann nichts. Er hat nichts drauf. Jetzt kann. So. Ne, das war ein Fehler. Das war ein grober, fahrlässiger Fehler. Bei einem anderen Lehrer können wir nämlich nochmal 5 Lernpunkte. Also 5 Punkte Einhand draufsemmeln für 10 statt 15. So, jetzt sind wir wieder hier. Hey. Uns ist nichts passiert. Aber es ist ja auch noch nichts passiert. Aber wir haben herausgefunden, bei Cortez werden wir jetzt nicht mehr schlauer. Also die Sache ist so, wir hätten als Schmied oder als Schmiedelehrling in der Stadt hätten wir die Möglichkeit gehabt, die beste Einhandwaffe im Spiel zu schmieden, früher oder später. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Ich hoffe aber mal, es gibt als Schneider irgendein Äquivalent. Ja, also ich hoffe, wir können irgendwie früher oder später noch unsere Hätte Rüstung ich doch was verbessern oder gehabt. sowas. Ich glaube, das werde ich jetzt mal ganz kurz angehen, dass ich zu unserem alten Meister gehe. Vielleicht kann ich irgendwie meine Rüstung verbessern, die ich dabei habe. Also das Einhandschwert heißt Highlander, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden diese Waffe macht. Man wird später also in späteren Kapiteln noch andere gute Einhänder kaufen können, aber die allerbeste Einhandwaffe bleibt uns jetzt quasi verwehrt, weil wir nicht Schmiedelehrling in der Stadt geworden sind. Dafür können wir jetzt dennoch schmieden und auch schneidern. Wie gesagt, ich hoffe, dass sich das dann irgendwie doch rechnet. Vielleicht dann, was die Rüstung angeht. Ansonsten ein paar Infos habe ich sowieso noch. Wollte ich eigentlich am Anfang der Folge erzählen, aber da habe ich es vergessen. Jetzt fällt mir es wieder ein.
Bezüglich weiterer Kapitel, also der Norden, das Schneegebiet, wo wir jetzt ein bisschen uns rumgetrieben haben, da haben wir noch lang nicht alles gesehen. In Kapitel 5 verschlägt es uns per Hauptquest nochmal nach da oben. Und da werden wir dann wahrscheinlich auch das Amulett erhalten, womit wir dann den Kälteschaden ignorieren werden. Der arme Kerl kann einem leid Und tun. Kapitel 4 startet, sobald man mit dem Fürsten spricht. Also das sollte uns dann schon klar sein, wenn ich jetzt hier noch ein paar Nebenquests habe, erstmal alles abarbeiten und wenn wir dann zum Fürsten vorgelassen werden, dann müssen wir uns halt immer vormerken, jetzt geht's nächste Kapitel los, ne? Keine Ahnung, was dann passiert, Ork-Invasion, Untoten-Invasion, man muss ja auf alles gefasst sein. So, aber jetzt erstmal, wie gesagt, zu unserem alten Meister, hoffentlich kann der uns das Neues beibringen oder sonst irgendwas. Irgendwas vielleicht, neue Kleidung, zeig mir das Gerben. Wir können Seide verkaufen und ihn beklauen. Was wir natürlich als erstes machen werden. Und die Sache ist jetzt, was bringt uns das Gerben? Können wir damit dann irgendwie Rüstungen verbessern? Bis jetzt können wir quasi nur schneidern. Aber ich glaube, Gerben ist hier kein spezielles Talent. Egal. So, können wir hier vielleicht irgendwie Rüstung verbessern? Steht da irgendwas? Da steht immer oben, was wir dabei haben. Und Stärkekristalle können wir einarbeiten. Verbesserungen vornehmen. Aha. Können wir aber nichts machen. Müssen wir vielleicht erst lernen. Also Stoff haben wir 12, normales Leder 2. Ich glaube, ich werde jetzt mal Gerben lernen. Kommen 2 Lernpunkte. Wenn es in die Irre führt oder nichts bringt, mein Gott, sind es auch nur 2 Lernpunkte. Zeig mir das Gerben. Okay, pass genau auf. Du stellst dich vor einen Gerbbaum und entfernst zuerst die Oberhaut mitsamt der Haare von Fell. Dann nimmst du Mole Red Fett und massierst es langsam in das aufgespannte Fell ein. Dann lässt du es eine Weile trocknen. Daraufhin wird es weich gemacht, was ein recht anstrengender Prozess ist. Dabei wetzt man die gegerbte Haut um scharfe Kanten. Ist dir dies geglückt, so muss die Haut nur noch geräuchert werden und schon hast du Leder gewonnen. Okay. Dieses kann dann für die Herstellung von Kleidung und Rüstungen verwendet werden. Und ansonsten kann uns nichts beibringen. Die Sache ist, warum mache ich das jetzt mit dem Gerben? Ich habe die Hoffnung, dass wir dadurch auch noch ein bisschen EP bekommen. Also ähnlich wie beim, wie heißt's, beim Waffe schärfen, erhoffe ich mir dadurch EP zu bekommen, sodass es die 2 Lernpunkte wert sind. So die Frage, wo kann ich denn das jetzt genau machen? So, ist es bei meine Talente? Nee, das ist nur Waffenschleifen. Das Schneidern. Ich beherrsche nun die Kunst des Gerbens. Ein Gerbbaum, den ich dazu finde ich nahe Vestitos Schneider. Atelier auf der Grünfläche. Ach, genau, da hinten, ne? Und bei Jägern. So, und jetzt können wir hier aus den Fellen, die wir haben. Können wir das hier machen? Wo kann man das denn machen? Holzscheite, aha. Ja, die sägen hier nur rum. Ist doch das hier gemeint oder nicht? Eine Säge rum. Ich wollte mich nicht hinsetzen, aber okay. So. Der arbeitet aber gerade dran. Jetzt hau mal ab hier, komm, geh weg. Nein, ich will nicht mit dir reden, hau einfach ab. Auf jeden Fall hier könnten wir aus den Fellen dann Leder machen und ich denke, mit dem ganzen Lederkram werden wir dann früher oder später unsere Rüstung verbessern können. Wie gesagt, falls es jetzt ein Fehler war, mein Gott, 2 Lernpunkte. Das ist jetzt kein Weltuntergang, ja, unsere Stärke ist fix, Geschick, können wir noch ein bisschen was reinballern und ansonsten habe ich eigentlich nur noch vor, Einhand und später vielleicht Zweihand ein bisschen was zu lernen. Insofern, mein Gott, gehen jetzt die Lernpunkte nicht aus. Wie gesagt, wir können ja wahrscheinlich Stufe paar 50 erreichen, also das wird schon klappen. Ja, dann können wir lieber mehr als weniger. Gut, dann werde ich gesagt, ich gehe jetzt. Ich muss gerade mal kurz schauen, dass wir ein paar Leute beklauen können. Ansonsten werde ich direkt wieder ins Banditenlager marschieren. Oh, einen Rolf können wir gar nicht beklauen. David haben wir auch schon. Können wir hier den Kabarettisten noch beklauen? Hey du! Nee, können wir nicht. Kann man das Wasser mitnehmen, das hier rumsteht? Oder hagelt es dann Schläge? Na warte, du Das hätte ich mir eigentlich elende. denken können, oder? Eigentlich schon. Wie dem auch sei, also zurück ins Banditenlager. In Saids Haus mal mit ihm sprechen und auch mit Febre. Den sollen wir, glaube ich, sollen wir den eigentlich umlegen oder wurden wir nur gewarnt vor dem? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also, oh, guck mal, gerade. Gerade sieht das nicht. Er guckt gerade auf
den Tisch, der ist abgelenkt. Ach, so geht's natürlich auch. Verschwinden vor ihm einfach die Waren. Die Laute verschwindet direkt vor ihm, die Fackel auch. Und das Wasser. Na, so geht's auch. So geht's auch. Ganz schön viel Wasser hat er hier. Gut, braucht er auch. Wer viel redet, muss viel trinken. So, als Kabarettist können wir hier noch irgendwie den Schrank öffnen. Tatsächlich können wir das. Da ist Kram drin. Ist hauptsächlich zwar nur Schrott, aber egal. Nehmen wir alles mit. Die Schränke sind mir nie aufgefallen hier. Naja. So oft treiben wir uns jetzt hier auch gar nicht rum. Jetzt geht es natürlich noch hier ans Eingemachte. Da ist eine Truhe, aber die könnte sich in seinem Blickwinkel befinden. Da müssen wir jetzt drauf hoffen. Ja, da dreht er direkt am Rad. Das hat er gesehen, okay. Aber das war auch zu erwarten. Wäre eher ein Wunder gewesen, wenn er es nicht bemerkt. Aber okay, also haben wir hier nochmal ein bisschen was mitgehen lassen. Geldsorgen haben wir eigentlich eh keine. Aber damit sorgen wir natürlich dafür, dass sie auch gar nicht erst eintreten. Also jetzt gehen wir erstmal zurück ins gute alte Banditenlager. Und vielleicht gibt es da noch irgendwas Neues. Hoffentlich hat keiner erfahren, dass wir die alte der Freiheit überlassen haben. Nicht, dass jetzt gleich hier irgendwie mir was anhören muss. Aber es scheint nicht so. Also der Briggs hat jetzt nichts zu sagen. Und hier drin wird jetzt auch irgendwie niemand sauer sein, denke ich mal. Also heute Abend, nee, gar nicht heute, sondern morgen Abend, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, wir gehen heute Abend um 19 Uhr mal zu Rodrigo, aber ich glaube, es wäre erst quasi morgen. Aber wie gesagt, wir sind ja sowieso gerade hier. Theoretisch egal. Kann man irgendwas Neues mit der Alten besprechen? Nö, ne, da können wir nur zocken, aber das haben wir nicht vor. Schade, dass ich jetzt noch keine... Ich überlege gerade tatsächlich, dass wir irgendwie Geschicklichkeit noch ein bisschen hochballern sollten. Denn wenn wir hier dann alles auseinandernehmen, töten wir natürlich auch alle Leute. Oder beziehungsweise verraten sie an die Rekruten. Und ich hätte bis dahin eigentlich schon gern 90 Geschicklichkeit oder sogar ein bisschen mehr, sodass wir hier auch alle beklauen können, damit wir richtig Profit draus schlagen. Wo willst du hin? Wessen Haus ist das? Die Residenz von Said. Darf man rein? Ich weiß nicht, ob dir zu trauen ist. Meine Antwort lautet deswegen nein. Was muss ich tun, damit du mir vertraust? Zeige uns, dass du für uns von Wert bist. Wenn die Männer der Meinung sind, dass dir zu vertrauen ist, dann darfst du auch zu Said. Das heißt, wir laufen ein Stück zurück. Nachdem jetzt die ganze Sache erledigt wurde, mit dem nur auf Verhandlungsbasis, wir haben ja schon mit Said gesprochen, aber nichtsdestotrotz wurde jetzt hier die Hauptquest aktualisiert. Bevor ich zu Said komme, muss ich nun auch noch um das Lager verdient machen. Ich könnte kotzen, was wir allerdings schon längst gemacht haben. Mehr oder weniger. Und diesen Fieber müssen wir... Hat er einen seiner Leute aus einer Laune heraus erschossen und scheint damit auch noch davon zu kommen. Ja, das wissen wir ja. Dann müssen wir vielleicht die Sache mit dem Überfall noch erst erledigen und dann können wir mit ihm sprechen. Also wir bekommen jetzt nochmal aktiv und direkt die Quest, die besagt, ja, mach dich irgendwie hier nützlich. Was wir ja schon eigentlich intensiv gemacht haben, die letzten Folgen. Ja, wir haben Said Geld eingebracht. Ja, da sind wir wieder. Das Spiel ist abgeschmiert eben. Was ich sagen wollte, wir haben uns schon ziemlich Verdienste hier erworben. Also wir haben schon intensiv hier geholfen. Bei allem möglichen Kram. Also der Briggs kann nur in allerhöchsten Tönen von uns sprechen. Mit Fleur verstehen wir uns gut. Mit Rachel verstehen wir uns gut. Mit dem Schwarzmagier auch. Also wen sollen wir hier noch groß beeindrucken? Hey. Können wir jetzt hier noch weitere Quests sammeln? Höchstwahrscheinlich nicht. Ach, wie sieht's denn mit Dingen hier der Klinge aus? Das könnten wir noch erledigen. Hey, stimmt, du. Da war ja was. Die Klinge. Bist du fertig mit der Klinge? In der Tat. Schönes Teil, muss ich echt sagen. Saids Reberedes Schwert. Was muss noch für das Schwert getan werden?
Okay, hör zu. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich glaube, dass diese Klinge irgendwie magisch ist. Um das zu beweisen, müsstest du dich damit ins Kloster begeben und sie untersuchen lassen. Nach all der Zeit scheint sie ihre Kraft verloren zu haben. Zeit wird das sicher bemerken und wir wollen doch nicht, dass er einen Grund hat, sauer auf uns zu sein, nicht wahr? Geh also nach Norden zu diesen Lumpenträgern und sieh zu, dass die Klinge wieder ihre alte Kraft erhält. Ins Ödland will ich bestimmt. Okay, das wäre jetzt quasi die letzte Quest von und mit Rachel. Hier ist Sides. Alter, können wir das irgendwie behalten? Das ist ja ein Mörderteil von Einhänder. 160 Schaden. Das wäre die Waffe, die ich gerne hätte. Keine Ahnung, ob die auch besser ist als dieser Highlander. Wahrscheinlich nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wir die Waffe behalten können. Außer, dass wir dann die Quest vielleicht vergeigen und das wäre es mir auch nicht wert. Also sollen wir jetzt im Kloster das Ding noch magisch aufladen. Klar, warum auch nicht. Ansonsten, wie gesagt, der Überfall wäre noch zu erledigen und ich würde jetzt mal mit den anderen Leuten hier noch reden, mit denen ich bis jetzt noch nicht reden konnte oder bis jetzt wollten ja einige mit uns noch nicht reden. Vielleicht haben die jetzt eine Quest für uns. Hier zum Beispiel der Typ hier. Hey du, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Beim Seth wohl auch nicht, der haben wir nur verkloppt. Die beiden hier sind viel zu unwichtig. Dem Kamerad da oben haben wir eh schon geholfen. Der scheint aber jetzt gerade hier unten zu sein. Also Isidro, hey, den haben wir eigentlich schon beeindruckt. Seth haben wir vermöbelt. Und mit Rodrigo. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Wird's ja dann sowieso zum Überfall kommen. Dann müssten wir hier eigentlich allen weitestgehend. Ich gehe nochmal ganz kurz zu den anderen Kameraden, die hier draußen immer rumlungern. Hier Melville, ne, da haben wir uns ja auch schon bewiesen. Der weiß ja, dass wir das Faustdick in den Ohren haben. Da haben wir ja dann die ganzen Korsaren verkloppt. Wir könnten nochmal zu Lou gehen und zu den da hinten. Ansonsten haben wir allen geholfen. Das heißt, eigentlich müssten wir auch bald dann zu Said vorgelassen werden. Interessanterweise waren wir ja schon da, aber irgendwie scheint das jetzt nochmal extra zu sein, dass wir wirklich Zugang erhalten. Und bei Keldron konnten wir, glaube ich, Einhand lernen, oder? Genau. Bring mir ich. Was? Ich? Hä? Was? Können wir uns nichts herbeibringen, oder was? Stopp. Bring mir So. Wir müssen es jetzt zweimal. Komisch. Du verlangst. Warum können die alle nur bis 60? Schwachköpfe. Was kann uns noch beibringen? Unterricht. Fangen wir an. Okay, fangen wir an. Jetzt können wir nochmal aussuchen. Also Einhandbogen, Geschicklichkeit. Unterricht. Dann pulvern wir halt nochmal 10 für Geschicklichkeit raus. Denn wie gesagt, ein bisschen was. Jetzt haben wir noch 7 Lernpunkte, aber wie gesagt, wir werden noch ein bisschen was erhalten an Lernpunkten. Insofern ist das jetzt kein Weltuntergang. Ich gehe mal kurz zum Chef hier, zum Nelfgar. Und werde den mal ansprechen. Vielleicht haben wir schon genug getan. Also nur von der Theorie, wir werden das mit dem Überfall natürlich noch erledigen. Ganz klar. Aber ich will mal schauen. Denn wir haben uns hier schon ziemlich bewiesen. Genau das habe ich auch gesagt. So groß ist das Lager ja auch wieder nicht. Dass es hier eine Milliarde Sachen zu erledigen gäbe. So, wir haben jetzt 67 Geschicklichkeit. So, die Frage, mit dem guten Amulett oder ohne? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das können wir dann auch ablegen, falls wir wieder regenerieren müssen. Auf der anderen Seite, also Stärke haben wir jetzt eigentlich. Es gibt, wie gesagt, die Axt hier, die braucht 225 oder so, aber wie gesagt, wenn es wirklich so weit sein sollte irgendwann, dann ist es halt so. Ansonsten macht es der Sturmbringer auch. Wie gesagt, die beste Waffe hätten wir nur als Schmied in der Stadt schmieden können. So kommen wir nur bis zu El Bastardo, aber wenn wir das Ding schärfen, kommen wir bestimmt auch auf 140 Schaden oder so. Wo willst du hin? Wessen Haus ist das? Die Residenz von Said. Darf man rein? Ich weiß nicht, ob dir zu trauen. Was muss ich tun? Zeige uns, wenn die Männer der Meinung sind. Ja, und zu wem muss ich dann hin? Was? Das sagt mir nichts. Also er schickt uns jedes Mal hier wieder runter. Ich kann das nicht mehr hören. Ist natürlich jetzt die Frage, wie machen wir das? Da oben ist nur ein Greif, okay. Also ich schätze mal, das muss jetzt nach dem Raubüberfall klappen. Alles andere wäre jetzt irgendwie
muss ich mich nun auch noch um das Lager verdient machen. Habe ich doch im Prinzip schon gemacht. Bin mal gespannt, wie das Ganze dann hier endet. Zumindest haben wir jetzt hier niemanden mehr, der in irgendeiner Weise jetzt eine Ansprechperson für uns darstellen würde. Das hätte ich dir vorher sagen können. Der Typ, aber der hat auch nichts zu tun für uns. Ich schätze mal, das werden die sein, die mit dann auf den Raubzug gehen werden. Und Brix können wir auch nichts mehr erzählen. Ich bin etwas besorgt. Aber wie gesagt, erst wenn wir nach dem Raubüberfall wirklich nichts mehr zu erledigen haben, dann soll ich mir wirklich Sorgen machen. Also bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Natürlich brauchen wir noch das Schwert. Das können wir natürlich noch erledigen. Daran wird sich nie etwas ändern. Das heißt, ich werde in der nächsten Folge direkt mal ins Kloster gehen. Kein Wasser weit und breit. Und dann das Schwert abgeben. Stimmt, weil das Schwert hätten wir natürlich auch noch. Wenn das erledigt ist und dann der Raubüberfall, dann könnten wir vielleicht genug gemacht haben. Und die lassen uns rein. Ich werde auch mal schauen, dass ich das mit Castor noch demnächst angehe. Nicht, dass wir das noch vergessen. Sollten wir schon machen vor dem nächsten Kapitelwechsel. Der war doch sturzbetrunken. Und wie gesagt, ansonsten machen wir uns hier weiter Freunde, so gut es geht. Bis wir sie dann alle verraten werden. Irgendwann. Einige Probleme. Also Raubüberfall und die nicht so noble Klinge, das wäre noch zu erledigen. Und das werden wir auch angehen. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen zwar noch eine Runde pennen erst, bis wir das machen können mit dem Raubüberfall. Aber das werden wir dann sehen. Wir haben sowieso bald 19 Uhr. Also falls wir es dann in der Anfang der nächsten Folge nicht machen werden, dann werden wir halt eine Runde pennen und es dann angehen. Aber davor will ich noch die Sache mit dem Schwert erledigen. Insofern sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.